Dies ist ein spannender Suggestionstext über die Kraftquelle in Ihrem Unterbewusstsein. Er berücksichtigt neuartige Erkenntnisse und Methoden der Hypnosetherapie und hat eine tiefgreifende Wirkung auf Körper, Geist und Seele, die durch häufiges, wiederholtes Hören verstärkt wird. Je mehr dabei die Worte von bildhaften Vorstellungen und bejahenden Gefühlen unterstützt werden, umso nachhaltiger ist die Wirkung. Sie schaffen so den besten Nährboden für den Samen der positiven Botschaften in Ihrem Unterbewusstsein, damit er wachsen und blühen kann in seiner Zeit. In tiefer Entspannung öffnen sich die Tore zum Unterbewusstsein ganz von selbst, mühelos, und die Suggestionen können Dinge in Ihrem Leben geschehen lassen, die von außen als Wunder erscheinen, in Wahrheit aber das Ergebnis der Beachtung geistiger Gesetze sind. Ich werde mir nun erlauben, Sie bei dieser Reise nach innen in der vertrauten Du-Form anzusprechen, da dies Offenheit und Vertrauen widerspiegelt. Eigenschaften, die helfen, die innere Weisheit deines Unterbewusstseins zu entwickeln und zur Quelle nie versiegender Kraft werden zu lassen. Du kannst dir viel Zeit nehmen, in diesem angenehmen Zustand gehen, in dem dein Körper sich ausruht und erholt, während dein Geist alle meine Worte aufmerksam wahrnimmt. Und selbst wenn du die nächste Zeit deine Aufmerksamkeit manchmal woanders hast, kann dein Unterbewusstsein für dich leicht und mühelos alles tun, damit du in Trance gehst. Trance ist ein angenehmer Zustand, in dem du entspannst und genießt, dass dein Unterbewusstsein viel mehr weiß als du. Und so kann dein Unterbewusstsein dir immer, in jeder Form und jeder Situation die Hilfe geben, gerade dann, wenn dein Verstand an seine Grenzen kommt. Es ist leicht für dein Unterbewusstsein, dir zu helfen, in tiefe, wohltuende Entspannung zu gehen, in eine tiefe Trance zu gehen. Auch wenn du es nicht weißt, was eine Trance ist, dein Unterbewusstsein weiß es genau. Du kannst ruhig, langsam in Trance gehen. Du sollst wissen, dass diesmal dein Unterbewusstsein etwas ganz Besonderes lernen wird. Etwas, was für dein Leben von großer Bedeutung ist. Und es ist wunderbar, wie dein Unterbewusstsein dir hilft, alle deine Organe und Muskeln umzustellen auf Ruhe und Harmonie, damit du noch tiefer und immer tiefer ausruhen und entspannen kannst. Es gibt jetzt bestimmte Gefühle in dir, die du nun deutlicher wahrnehmen kannst. Du kannst sie beobachten, du kannst ihnen zuschauen. Es gibt auch Gedanken, die du aufmerksam beobachten kannst.
jetzt deutlicher und klarer wahrnimmst als in deinem Alltag. Der Verstand ist ein gut funktionierender Computer, ist eine geniale Maschine, eine wunderbare, komplexe Mechanik, die nach einem bestimmten Programm funktioniert. Und dieses Programm war wichtig für dein Leben. Dein Verstand wurde irgendwann programmiert, als du total offen und entspannt warst, so wie du es jetzt bist. Es geschah im Laufe vieler Jahre. Babys sind total offen und entspannt. Babys lernen unglaublich rasch und intensiv. Als du ein Baby warst, hast du schnell gelernt. Ja, wahrscheinlich warst du nie so lernwillig und intelligent wie damals als kleines Kind. Als kleines Kind hast du offen und gläubig alles empfangen, was andere Menschen dich lehrten. Menschen, die wichtig waren für dein Überleben. Du lerntest von ihnen auf unvorstellbare, kreative, intelligente Weise all das, was für dich die bestmögliche Weise war, sie zu bewegen, für dich da zu sein. So wurde dein Geist systematisch unterrichtet, trainiert und wurde so von Meinungen und Urteilen anderer geformt. Du lerntest kindhaft, mühelos und unbeschwert. Kinder machen Fehler und lernen rasch, wie es besser geht. Sie sind spontan und neugierig. Sie fallen 99 Mal und stehen 100 Mal wieder auf. Du hast laufen gelernt, ohne an dir und deinen Fähigkeiten zu zweifeln. Du bliebst entspannt. Und je wohler du dich gefühlt hast, geliebt und angenommen, umso leichter hast du gelernt. Du hattest einen unerschöpflichen Vorrat an geistiger Lernkapazität. Und alles, was du aus deiner kindlich intelligenten Sicht als Wahrheit angenommen hast, wurde so zu Erfahrungen, aus denen du lerntest, wie du auf die bestmögliche Weise dein Überleben sichern kannst. So entstand dein Glaubenssatz über dich und die Welt. So entstand dein eigenes Selbstbild, geschaffen durch die Urteile anderer, die für dich wichtig waren. Dein Unterbewusstsein ist ein Lagerhaus deines Gedächtnisses. Alles, was du jemals hörtest, erlebt und gelernt hast, ist in deinem Unterbewusstsein gespeichert, ist auf den Tonbändern aufgezeichnet. Deine gesamte Vergangenheit existiert als Inhalt deines Unterbewusstseins. Es ist also dein Unterbewusstsein, das bestimmt, wie du die Welt wahrnimmst und interpretierst. Du siehst die Welt durch deine Brille. Diese Tonbänder deines Verstandes waren damals sehr sinnvoll, waren wichtig und intelligent. Sie halfen dir, dich auf die bestmögliche Weise, oft unter schwersten Bedingungen, zu entwickeln. Du wärst sonst heute nicht, was du bist und wer du bist. Aber dieser Geist wurde geformt durch Vorstellungen und Gedanken anderer Menschen. Die meisten deiner Gedanken wurden also von anderen Menschen vorgedacht. Sie waren nicht neu. Sie sind nicht deine eigenen. Andere haben dir gesagt, was du wert bist. Andere haben dich beeinflusst, wie in den Aufzeichnungen eines Tonbandes oder dem Programm eines Computers bleiben diese Worte und Gefühle immer wieder neu und frisch, so oft wir uns an sie erinnern. Für das Unterbewusstsein gibt es somit keine Zeit. Durch Wiederholen all der Gedanken und Glaubensprogramme erschufen wir so unsere Unzufriedenheit
und unsere Selbstzweifel. Denn Gedanken sind Zauberkräfte. Sie besitzen magische Eigenschaften. Je beharrlicher wir uns einen Gedanken wiederholen, umso mächtiger wird er. Gedanken haben die Kraft eines Samens, aus dem ein riesiger Baum erwächst. Und wie das Wasser den Weg zum Meer findet, so findet auch der Gedanke, der uns erfüllt und an dem wir glauben, den Weg zu seiner Selbstverwirklichung. Denn unser Unterbewusstsein reagiert mit der Empfindlichkeit eines Präzisionsgerätes auf jeden deiner krafterfüllten Gedanken. Dein Geist ist Schöpferkraft. Und so erlebst du und nimmst für dich wahr, was du denkst. Alles im Leben ereignet sich als Verwirklichung deiner Gedanken. Mit unseren Gedanken erschaffen wir uns unsere Realität. Immer wenn du dich bei einer Kritik und Verurteilung ertappst, glaube ihr nicht, weise sie zurück, entlasse alle Beurteilungen, ersetze einfach jeden negativen und verurteilenden Gedanken durch einen liebevollen. Erinnere dich an das kleine Kind, das du einmal warst. Gib einfach jetzt diesem kleinen Kind die Liebe und Ermutigung, die es braucht, um etwas neu auszuprobieren, die es braucht, um mit Freude zu lernen und Spaß zu haben. Gib jetzt ganz bewusst diesem kleinen Kind, das in dir zu Hause lebendig ist, all deine Liebe. Jeder Mensch ist ein einmaliges, göttliches, begnadetes Wesen. Du bist ein einmaliges, göttliches, begnadetes Wesen. Denke daran. Liebe ist die Antwort auf jedes Leiden. Liebe ist Heilung. Und der Weg zur Liebe führt über die Vergebung. Vergib dir selbst, was immer in der Vergangenheit auch geschehen sein mag. Und vergib auch anderen, denn sie haben ihrem Bewusstsein entsprechend gehandelt. Wie auch du deinem Bewusstsein entsprechend gehandelt hast, vergib und es wird dir vergeben werden. Du verfügst über einen unerschöpflichen Vorrat an liebevollen Gedanken, an heilender Kraft der Liebe. Nutze diese Kräfte zum Besten für dich und andere. Liebe und schütze das Kind in dir. Und es wird das Lachen und die Freude und die Spontanität der Kinderwelt wieder in dein Leben hineinbringen. Aber die Quelle unseres Unterbewusstseins wird vor allem von einem unendlichen Ozean des reinen göttlichen Bewusstseins gespeist und versorgt. Es gibt ein Wissen in den Tiefen deines Geistes, das unermesslich viel größer ist als dein Intellekt. Es gibt eine unendliche Weisheit in deinem Unterbewusstsein, die Weisheit und das Wissen der Bausteine des Universums, der Geheimnisse des Lebens und des tieferen Sinn deines Erdendaseins. Dein Unterbewusstsein weiß um die Bedeutung der geistigen Gesetze, und es erinnert dich immer wieder an deine wirkliche Bestimmung und deinen Ursprung. Du bist individueller Ausdruck eines universellen, transzendenten Geistes. Jede Trennung ist eine Illusion, Maya, Täuschung. Ja, in diesem Erkennen liegt Religio, die Rückbesinnung auf deinen wahren Ursprung, auf das zeitlose, ewige, göttliche. Das Ich Bin, das sich bewusst ist, ohne Grenzen von Raum und Zeit, ist Gott. In tiefer Meditation berührst du dieses Ich Bin und spürst,
spürst die Kraft der Weisheit des Wortes. Sei still und wisse, dass ich Gott bin. Mit deinem Unterbewusstsein als Freund und Partner ist dir alles möglich. Jede einzelne Zelle deines Körpers hat das gesamte Wissen, den kompletten Bauplan in seinem innersten Kern. Du hast Milliarden von Zellen, von denen ständig Tausende sterben und Tausende neugeboren werden. Beständig wird dieses gesamte Wissen im unsichtbaren winzigen Zellkern exakt kopiert und neu gebildet. Millionen Mal und immer wieder. Du bist ein einzigartiges Wunder. Das Wissen in dir ist grenzenlos. Dein Gehirn ist zu grenzenlosen und unglaublichen Leistungen fähig. Ständig stirbst du und wirst wiedergeboren. Wirst vollkommen erneuert und geheilt. Dein Unterbewusstsein kann jetzt neue Erfahrungen vorbereiten, weil du sie denkst und an sie glaubst und für möglich hältst. Dein Unterbewusstsein kann die Baupläne deines Lebens zum Positiven beeinflussen, kann alte, überholte Programme vollständig auslöschen, weil du bereit bist, das Neue zu denken und auszuprobieren. Du kannst in deinem Unterbewusstsein immer neue Möglichkeiten und Handlungen erproben. Dein Unterbewusstsein kann ein kreatives Spielfeld sein, in dem du deinen Spielraum erweiterst. Dein Unterbewusstsein kennt das gesamte Spektrum der Märchenwelten. Es kennt die Hexensprüche und Zauberstäbe. Es kennt die Kraft der magischen Symbole, mit denen du wie ein Alchemist Blei in Gold verwandeln kannst. Alles ist möglich, dem, der da glaubt. Die Wunder bei Jesus sind möglich. Das Wandeln auf Wasser oder auf Feuer ist möglich. Die Auferstehung von den Toten, die Verwandlung von Wasser in Wein, ist es viel mehr als das Herbeizaubern goldener Uhren oder Ringe, das Verbiegen von Löffeln oder das Sprechen mit Geistern. In der unsichtbaren Welt ist alles möglich. Setz dir neue Maßstäbe, denke das Mögliche und richte deinen Geist auf das Höchste. Erinnere dich daran, dein Unterbewusstsein urteilt nicht, es nimmt jeden Impuls, den du bejahst, kritiklos an. Es glaubt dir alle deine Gedanken, am besten versteht dein Unterbewusstsein die Sprache der Bilder, es denkt in Bildern. Dein Unterbewusstsein ist ein riesiges Archiv von Bildern, Träumen, Fantasien und Ahnungen. Dein Unterbewusstsein ist wahrlich dein bester Freund. Es teilt sich dir immer über Träume, Gefühle, Ahnungen und deinen Körper mit. Es will dir immer helfen. Dein Unterbewusstsein hat ein uraltes Wissen. Mit deinen bildhaften Vorstellungen kannst du die Kraft und die Weisheit deines Unterbewusstseins nutzen. Benutze deine Schöpferkraft, vertraue und lass los, und Frieden und Ruhe werden einkehren in dein Gemüt. Du bist frei. Die Meinung anderer hat nur die Macht, die du ergibst. Du liebst dich selbst. Du liebst dein Selbst und dein wahres Selbst und Gott sind in Wahrheit eins. Lass diese Liebe dein Herz durchdringen und öffnen und lass diese Liebe den alles durchdringenden Geist erleuchten. Kehre zurück in den reinen Zustand der Gnade des Seins. In ihm geschieht alles von allein. Leicht und mühelos, und du spiegelst
mit dem reinen Geist des Selbst in seiner uneingeschränkten Glückseligkeit wieder. Du bist zu Hause. Du bist in Frieden und Harmonie. Spüre, wie gut du dich fühlst, wenn du in Harmonie bist mit dem Kosmos. Genieße diese Gefühle. Sie sind dein Geburtsrecht und immer wieder kannst du dich erinnern an das, was du ersehnst und dir aus den Tiefen deiner Selbst wünschst. Und dein Unterbewusstsein wird dir helfen, dich zu erinnern. Auch wenn du mit deinem Bewusstsein mit anderen Dingen beschäftigt bist, in diesem Vertrauen und Wissen kommst du nun behutsam und liebevoll zurück in deinen Körper, in den Tempel des lebendigen Gottes. Und alles, was du erfahren und genossen hast, hat auch dein Körper erfahren und genossen. Und es hat ihm in jeder Hinsicht gut getan. Und alles, was ich dir sagte, war Balsam für dich. Jedes Mal, wenn du es hörst und dich erinnerst, wird es an Kraft gewinnen, wird es dir helfen, dein Leben durch deine Kraftquelle Unterbewusstsein zu immer größerer innerer Wahrheit und Weisheit zu entwickeln. Mit diesem Wissen bist du nun wieder ganz wach, lebendig, voller Energie. Du bist wieder ganz bewusst im Hier und Jetzt. Mögest du gesegnet sein mit allem, was deine Seele begehrt. Möge die göttliche Quelle in dir zum Segen werden, für dich und alle, die von ihr trinken. So sei es.